Rentner sollen auf Rente verzichten. Bei radikalen Rentenumbau wollen Sie auch auf Ihre wohlerworbenen Rechte verzichten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben ja aktuell zurzeit eine wirklich sehr, sehr heftige und hitzige Diskussion um das Thema Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung, Finanzen, Anhebung des Renteneintrittsalters und vieles anderes auch. Und da gibt es ja irrsinnig viele Vorschläge zu hören, meist manchmal sehr kuriose Sachen, manchmal auch Sachen, wo man sich einfach nur fragt, ja, was soll das jetzt? Aber ich habe hier jetzt einen ganz interessanten Vorschlag zu lesen bekommen. Den möchte ich ganz gerne mal aufgreifen und Ihnen auch mal darlegen, was dort die Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen so für Ideen in Sachen Rente hat. Da ist einiges dabei, was ich ganz gut finde und sogar unterschreiben würde. Das deutsche Rentenversicherungssystem steht nach meiner persönlichen Meinung, nach meinem Gefühl, tatsächlich auf der Kippe. Es kann ja sein, dass die Gundula Rosbach, die Präsidentin der gesetzlichen Rentenversicherung, hier schönes Wetter machen will und allen Menschen in Deutschland erklärt, dass ja die Einnahmesituation bei der deutschen Rentenversicherung rosig aussieht. Aber das verdeckt ja wirklich die tatsächliche Situation in ein paar Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen und wenn wir nicht mehr genügend Beitragszahler in die Rentenkasse haben. Und das wird eintreten, so sind die Prognosen der Sozial- und Demografieforscher. Das ist nämlich unser ganz großes Problem, das Demografieproblem. Und da ist ja bis jetzt von der Politik einfach nichts gemacht worden. Das ist ja das große Versagen in unserer Politik, in Berlin vor allen Dingen, dass hier einfach nichts gemacht worden ist. Die benannte Stiftung setzt sich dafür ein, die Rente auch für die nächsten Generationen zu sichern, aber mit recht radikalen Forderungen. Und die Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen sagt, die Rente ist nicht generationengerecht. Die wichtigste Forderung der Stiftung ist laut Angaben auf deren Webseite, dass auch Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Auch für Beamte soll es zukünftig kein gesondertes oder kein Sondersystem geben. Wir haben ja bei den Beamten eine Beamtenversorgung. Da müssen viele gesetzliche Rentner wirklich lange, lange arbeiten oder können nur davon träumen, eine solche Beamtenversorgung zu bekommen. Die kostet im Übrigen uns im Jahr zusätzlich zu den Kosten für die gesetzliche Rentenversicherung über den Steuerzuschuss auch nochmal rund 70 Milliarden Euro. Also ein irrsinnig viel Geld, was hier ausgegeben werden muss, damit Beamte ihre Pensionen bekommen können. Der Vorstandssprecher der Stiftung, Jörg Tremel, sieht sich sozusagen als Lobbyist für junge Bürger. Er erklärt, dass das derzeitige Rentensystem nicht generationengerecht ist. Generationengerecht wäre es, wenn die Lasten zwischen Jung und Alt geteilt werden, macht er deutlich. Er macht den Vorschlag, die Beitragssätze rauf und das Rentenniveau runter. Die Jüngeren müssen etwas mehr zahlen, aber die Älteren müssen auch bereit sein, etwas weniger zu bekommen, sprich Rentenbeiträge rauf und Renten runter. Es müsse an beiden Stellschrauben gedreht werden. Ob eine solche Forderung sich gegenüber gut 10 Millionen aktuell Rentnerinnen und Rentnern durchsetzen lässt, die ja sowieso schon eine Rente deutlich unter 1.000 Euro netto im Monat bekommen, ist doch sehr, sehr fraglich, meine Damen und Herren. Im Kern aber ist die Forderung dieser Stiftung nach einer generationengerechten Rente für alle unter Einbezug von Beamten und Politikern als sogenannte einheitliche Rentenversicherung eine Forderung, die ich als Rentenberater Peter Knöppel nur unterschreiben kann. Und auch vehement fordere, meine Damen und Herren, wir brauchen in Deutschland als Antwort auf die Alterung der Gesellschaft eine groß angelegte Änderung der gesetzlichen Rente, einen radikalen Umbau hin zu einer einheitlichen Rentenversicherung und zwar nach meiner Sicht nach dem Vorbild
von Österreich. Was wir nicht mehr brauchen, ist in Deutschland eine steuerliche Förderung der Riester-Rente, kostet uns auch unsinnig viel Geld, und auch die steuerliche Förderung der Betriebsrente. Es würde völlig ausreichen, wenn wir eine gute und vor allen Dingen armutsfeste Rente in Deutschland hätten, ähnlich wie in Österreich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.